Also in der Bundeswehr beim Heer im Einsatz war die Bo-105 seit 1980. Wie gesagt, als Panzerabwehrhubschrauber, als Verbindungshubschrauber. Diese Aufgaben wurden jetzt übernommen vom Eurocopter Tiger. Und die Bo-105 ist jetzt letztendlich nur noch in Celle stationiert als Schulungshubschrauber. Wo Sie die Silhouette vielleicht auch schon öfter gesehen haben. Sie war früher sehr viel bei Rettungskräften, auch beim ADAC im Einsatz, bei vielen SAR-Kräften im Einsatz. Also daher kennt man den Hubschrauber eigentlich sehr gut in Deutschland. Und wie gesagt, jetzt sind noch knapp 100 Stück in Celle als Schulungshubschrauber. Noch, ich glaube, 8 Hubschrauber sind in Le Luc in Frankreich in der internationalen Schule im Einsatz. Und der Hubschrauber, den wir heute sehen, ist aus Celle und wird geflogen von Hauptmann Olaf Langanki, den ich auch schon seit vielen Jahren kenne. Und Olaf fliegt seit über 10 Jahren die Vorführung mit der Bo-105 und hat auf diesem Hubschrauber unglaubliche 6500 Flugstunden.